Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück auf Ravenport in der Shorty aus der Test Area. Ja, also ich muss sagen, das Strohsammeln hier vom Feld 4, das hat so lange gedauert. Ich habe den MAN wirklich die ganze Zeit parallel dazu fahren lassen und der hat auch das letzte Körnchen aus dem Hofsilo rausgeholt und verkauft. Ich habe alle Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen durchgeführt. Die sind jetzt wieder quasi wie vom Werk in dem Zustand, könnte man sagen. Und das war also, ne, es hat echt gedauert mit dem Stroh. Da werde ich zukünftig umplanen. Das ist, ne, das macht ziemlich viel Arbeit nebenbei. Da muss ich mir was überlegen. So, es ist 7 Uhr morgens Endgame, ein neuer Tag. Die Früchte sind überall gewachsen. Die Nacht hat es auch hier geregnet, während ich vorgespult habe. Also alles schick. Wir müssen Hafer ernten von den beiden Haferfeldern, 4 und 3. Wir müssen die Silage aus dem Durchfahrsilo holen. Wir machen Heu. Das heißt, wir werden wieder kombinieren den Heuwender und das Mähwerk. Und dann sollten wir von den Einkünften des jetzigen Erntezyklus wieder so viel Geld auf dem Konto haben, dass wir in der Lage sind, etwas Entscheidendes zu tun. Deshalb fange ich da jetzt auch an. Was mache ich zuerst und mit wem? Den. Genau. Ich fange jetzt mit dem Fendt an. Den lasse ich Gras mähen und Heu herstellen. Das wird jetzt der Anfang. Also, wir haben. Ach nee, ich muss ja den anderen noch vorne dranhängen. Also, es ist viel zu tun, viel, viel zu tun, das auch wieder richtig Zeit in Anspruch nehmen wird. Was ich allerdings nicht mehr machen werde, ist auf dem großen Feld Nummer 4 oben, das wir zuletzt gekauft haben, den Schwader hinschicken. Das sind so große, lange Bahnen. Da soll der mit seinem Ladewagen doch lieber der Drescherspur folgen. Was da an Heu liegen bleibt, ist nicht so tragisch. Und ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das Ganze effizienter machen könnte und auch vom zeitlichen Aufwand her verbessern könnte und. Aber an passender Stelle werde ich dann dazu mehr sagen. So, Cosplay habe ich jetzt mal gewagt zu aktualisieren. Ich habe mir allerdings die letzte Version, die ich installiert hatte, aufgehoben für alle Fälle. Falls die Version, die ich jetzt benutze, wieder Zicken hat. Das ist Version 601.00190. Also ich bin gespannt. Okay. Feldarbeit. Feld 1 und 2. Grasmähen 8,4 Meter. Dann brauche ich noch den Abfahrerkurs. Ja. Abtanken. Da, von Feld 2. Den kann ich nehmen. Wie kombiniere ich die Kurse? Sage ihm bitte, erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. So, jetzt gucke ich kurz, ob er seinen Job auch macht. Ja, der MAN wird viel zu tun kriegen. Der muss quasi ohne Ende vom Hofsilo zu den Verkaufsstellen bringen. Aber zunächst möchte ich den auf Feld 4 behalten als Abfahrer. Ne? Sobald dieser hinten dran ist. Ja, ihr seht, ne? Neue Cosplay-Version. Irgendwas stimmt hier nicht. Naheliegenden Wegpunkt. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ich habe es gerade noch gesagt, ne? Das, ah, jetzt schweißt das zumindest schon mal an. Und?
Naja, doch. Mit anfänglichen Schwierigkeiten. Okay, ich vertraue mal darauf, dass der arbeitet. Wir gucken mir das später nochmal an. Ja, er wird erstmal hier als Abfahrer dienen am Feld 4. Habe ich mir überlegt. Und dann danach anfangen. Drescher abtacken. Und, jawohl, so. Und danach wird er dann anfangen, das Silo leer zu fahren, weil wir haben nur zwei Traktoren und die brauche ich auch beide im Einsatz. Die können jetzt hier noch nicht als Abfahrer arbeiten. So, Drescher erkennen auf Feld 4. Naheliegender Wegpunkt. Modus ist ausgewählt. Abfahrer einstellen. Schaffst du es oder muss ich eingreifen? Erzähl. Na komm, ich greife mal ein. So, jetzt. Jetzt fährt er mir auf dem Abfahrerkurs schon mal hoch zum Feld 4. So, den schicke ich auch schon mal hoch zum Feld 4. Das wird eine simple Überführungsfahrt. Ich möchte bitte vom Hof zum. Hey, falschen Button gedrückt. So. Vom Hof zum Feld 4-5. Bitte am ersten Wegpunkt und Abfahrer einstellen. Ich gehe davon aus, er tut es. Es gibt nichts Gutes, außer er tut es. Es sieht gut aus. So. Mit dem möchte ich jetzt die Silage aus dem Durchfahrsilo holen. Das werde ich natürlich jetzt nicht die ganze Zeit machen. Mit laufender Aufnahme werde ich natürlich, wenn die Arbeiten erstmal alle angestoßen sind, wieder einen Cut machen. Das, ne, wird den Rahmen überspannen. So. Wunderbar. Wir schicken ihn mal zum Durchfahrsilo. Da ist also wieder einiges reingekommen. Ihr erinnert euch. Und du? Ja, das sieht mir nach Heu aus, was er macht. Okay. Ja. Gut. Hier hatten wir so rumgekleckert, das müssen wir später auch sauber machen. Nur was da rauskommt, ist Häckselgut. Ich habe noch keine Häckselgut-Verkaufsstelle auf dieser Map gefunden. Eventuell wird das angenommen an diesem Biomasse Heizkraftwerk, das ich entdeckt habe. Das ist gleich bei der Scheune. Ich parke den jetzt erstmal hier. Der macht Heu. Der steht bereit. Was ist hier? Ja, mit 10 km/h bist du natürlich ewig unterwegs. Ich weiß nicht, warum der so langsam gefahren ist. Ich habe jetzt mit der Taste 1 und 2, also mit der Taste 2, den Tempomat einfach hochgedreht. Und jetzt fährt er auch wieder schneller. Das ist eine Sache, die ich noch nicht so ganz verstehe. Hätte ich das eher gemacht, wäre der natürlich schon längst da. Na, ist schon wieder. Ach ja. Ärgerlich. Aber egal. Egal, egal, egal. Ja, diese Arbeiten danach, also die Nachbereitung von den Aufnahmen oder die Vorbereitung der Aufnahmen, die haben jetzt ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Deshalb bin ich heute auch spät dran. Ich habe gestern ein bisschen nachgearbeitet, heute ein bisschen vorgearbeitet. Aber es gibt halt Sachen, wo ich im Moment der Meinung bin, wenn du das jetzt noch zeigst und dann haust du da die Folge rein, wie er da stundenlang Heu sammelt und. Das ist irgendwie nicht interessant, ne? Was wir jetzt hier machen, die Wiederholung des Erntezykluses, ist auch nicht so spannend. Das haben wir alles schon mal gesehen. Aber um Geld zu verdienen,
kommt man halt nicht drum rum. Irgendwas muss ich machen. Ich wollte es jetzt nicht ganz offscreen machen. Hätte ich tun können, einen kompletten Erntezyklus einfach mal so offscreen. Aber zum einen fehlt mir ja auch die Zeit dafür. Und naja, ich habe ja ein privates, also einen privaten Spielstand. Den habe ich mal angefangen. Vor Ewigkeiten. Noch nicht mal dazu komme ich, den weiterzuspielen. Da sind mir dann die Aufnahmen für euch doch ein bisschen wichtiger. Ich versuche es dann zeittechnisch halt einzurichten. Ne? So. Pfarrer einstellen. Am ersten Wegpunkt. Dann leg los. Okay. Ja, wo ich dann angefangen habe hier mit YouTube und dem Landwirtschaftssimulator. Gab es immer eine Folge, dann auch nicht täglich und. Aber wo ich dann gemerkt habe, die Abonnentenzahlen wachsen so langsam, habe ich mir gedacht, boah, jetzt muss er was tun. Dann habe ich gemerkt, wenn du da regelmäßig dran arbeitest, hast du noch Zeit, ein bisschen mehr zu tun. Deshalb sind dann später aus einem auch zwei Projekte entstanden, die zurzeit täglich kommen. Also jeden Tag eine Folge von einem Projekt. Ein Schluck Kaffee, bevor es ernst wird. So. Das klappt erstmal. Ne? Das klappt erstmal. Kostet Zeit. Verdiene auch noch lange, lange, lange kein Geld mit YouTube. Macht aber halt Spaß. Und wenn ich dann positive Feedbacks bekomme, Hinweise, Ratschläge, wenn ich sehe, die Leute gucken sich die Videos an und wenn ich Daumen hoch kriege dafür, dann motiviert das einfach weiterzumachen. Und mittlerweile, ich habe jetzt vorhin mal geguckt, waren es 157 Abonnenten. Hätte ich ja nie mit gerechnet. Es schwankt natürlich. Es gibt immer mal wieder ein D-Abo. Ich bin halt auch noch lange kein Profi, dass ich das Ganze so interessant gestalte, wie die Großen zum Beispiel, Ansgar, Nordrhein TV Play halt, oder der Gardarol oder der Werner von den Burning Farmers. Dann bin ich noch weit, weit von entfernt. Vor allem fehlt mir auch das passende Equipment. Ne? Und ja, für meine Bedürfnisse reicht es erstmal, was ich hier habe. Mit der Grafik bin ich nicht ganz zufrieden. Da hätte ich auch gerne einen leistungsstärkeren PC. Aber mal sehen, was so die Zukunft bringt. Gut, ich würde sagen, ich mache jetzt einen Cut. Die machen alle ihre Arbeiten. Ich werde hier jetzt anfangen und die Silage rausholen und ins Durchfahrsilo, ja, in den Hofsilo bringen. Und dann sehen wir uns bei Gelegenheit gleich wieder. Bis gleich. Da war so ein kleiner Zwischenbericht. Ich war gerade dabei, Silage zu sammeln. Da schoss der Fendt mit Mähwerk und Zetter am Durchfahrsilo vorbei auf die Straße. Ich konnte gerade noch eingreifen und Schlimmeres verhindern. Und da haben wir es wieder, ne? Das Cosplay-Problem. Bei den Parallel-Innenfeldbahnen, die Wende, da macht er nicht die Wende, da fährt er einfach geradeaus und gibt Gas. Das ist also, ne? Schlimm. So, warum nimmst du das hier nicht auf? Liegt dir hier was im Quer? Da muss ich gleich später noch mal feinere Arbeit machen. Ja, das heißt, ich muss den gleich wieder beaufsichtigen, von Hand wenden, während er mäht und das Gras wendet. Und das ist schon wieder ein bisschen nervig, aber hey, ne? Cosplay Beta. Wenigstens funktioniert das auf dem anderen Feld mit dem Ernten vom Hafer und dem Abtanken bis jetzt ohne Störung, dann ist das so. Dann kann ich jetzt hier mich erstmal um die Silage kümmern und dann geht's weiter mit dem Heu. Bis gleich. Ja, ich habe jetzt den Durchfahrsilo komplett leer ausgekratzt und das war, boah, das war eine Heidenarbeit. Hat auch unheimlich lange gedauert. Ihr seht es ja oben, ne? An der Uhr. 8:19 Uhr jetzt Ingame-Zeit. Wir sind um 7 Uhr Ingame-Zeit. Haben wir angefangen. Also das ist schon. Ja. Den werde ich jetzt mit dem Ladewagen so lassen. Und
Ich schicke den schon mal hoch zum Feld 4. Nein, das ist hier falsch. Vom Hof zum Feld 4-5. Mit einer simple Überführungsfahrt. Wunderbar. Erster Wegpunkt. Und aktivieren. Dass er am letzten Trigger wartet. Ja, er, da werde ich mich jetzt gleich drum kümmern müssen. Der macht die Wende nicht. Ne, der fährt, gibt dann Gas und fährt geradeaus. Das nervt mich gerade ziemlich wieder. Aber, ja. Wusste man vorher nicht. So, was ist hier? Er steht hier rum, weil der fertig ist. Und das finde ich gut. Abfahrer entlassen. Rohr ausfahren. Den Abfahrer rufen. Man kann jetzt die Reste hier entleeren. Den Kurs lösche ich schon mal raus. Jetzt müsste der MAN in den Moment kommen. Ja, da kommt er schon angerast. Super. Ja, wie gesagt, hier oben möchte ich nicht schwaden. Das ist, ne? Zu viel des Guten. Der kann mit dem Ladewagen dem Drescher kurz nachfahren. Dann passt das schon. So. Jetzt ist er leer. Wunderbar. Jetzt ist er leer. Dann bereiten wir den schon mal vor, dass der hier wegkommt. Mal gucken, ob der mir in die Quere kommt. Fahrgestell raus. Absenken. Abkoppeln. Drescher zuklappen. Wunderbar. Ja, der stellt sich jetzt natürlich genau dahin. Was jetzt? Warteposition. Mhm. Wegschicken. Will er auch nicht. Er will jetzt auf eine Warteposition gehen. Und jetzt fährt er dem wieder rein. Es ist ein bisschen Chaos hier. Das macht aber nichts. Den nehmen wir mal den Kurs weg. Fahren mal hier vor. Motor aus. So. Ja, schieb mein Schneidwerk weg. Das ist alles völlig in Ordnung. Das ist so eine Koordinierungsschwäche jetzt gewesen von mir, würde ich sagen. Weil sich ja alles hier an der Ecke sammelt. Das hätte ich ja also anders machen können. Definitiv. So. Anhängen. Dann geht's hier los. Wir machen eine Überführungsfahrt. Feld 4 zum Hof. So. Erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen, am Trigger warten und Tempomat auf Maximum stellen. Da schon wieder, bei den Überführungsfahrten, ne? Schraubt damit den Tempomat runter, das ist nicht in Ordnung. So, den behalte ich jetzt eben im Auge, weil der soll zwar abkippen, aber der braucht nicht zurückkommen. Er kann nämlich gleich den Abfahrer noch hier an dem kleinen Feld fürs Hafer spielen. Und dann wird es Zeit, dass er im Anschluss auf Touren geht, um zu verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. 329.705 der Kontostand. Ich denke, da geht jetzt was. Abfahrer entlassen. Kurs löschen. Feld 4 zu. Wir wollen auf Feld 3 arbeiten. Da gibt es einen Kurs zum Abtanken. Du sollst bitte auch dann den Drescher erkennen auf Feld 3. Ja. Kombinierter Kurs ist noch drin. Naheliegender Wegpunkt. Abfahrer einstellen. So, jetzt fährt er automatisch auf die Warteposition. Da kommt auch schon der Drescher. Abfahrer entlassen. Kurs löschen. Wunderbar. Bringen den mal zum Feld rüber.
Packen wir das Schneidwerk dran. So. Schön ordentlich. Ah ja. Wieder ein bisschen mit Hauruck, ne? So. Das ja schon mal aufklappen. Dann drehen wir den mal um, den guten. Und Feldarbeit. Danke. Den Kurs laden von Feld Nummer 3. Dreschen mit 13,5 Meter. Na, erster Wegpunkt. Anschalten. Abfahrer einstellen. Tülü. Jawohl. Los geht's. Du bekommst jetzt von mir den Auftrag hier, das Stroh schon mal zu sammeln. Aber das machen wir wie folgt. Feld 4. Du nimmst bitte die Drescherbahnen, weil ich hier nicht schwaden werde. Hier ist so viel Stroh auf dem Feld, so viele lange gerade Bahnen. Wenn da in den Ecken und Kurven und überhaupt ein bisschen Stroh liegen bleibt, das macht überhaupt nichts. Ne? So, abtanken. Noch kombinieren. Feldarbeit ist eingestellt. Erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. So, Freundchen. War es am Überlegen, ihm Allrad zu geben, weil da so große Haufen liegen, aber wir werden sehen, ob er was macht, was er macht, ob er stecken bleibt, ob er nicht stecken bleibt. Und. Er kann jetzt erstmal hier loslegen. Prima. So, er wartet. Der wartet auf den Füllstand. Arbeitet, so. Arbeitet auch, prima. Ja, jetzt zeige ich euch das Problem. Was ich hier mit dem Früchtchen habe. Ich habe es ja schon mal gezeigt, man hat es auch schon mal gesehen. Abfahrer einstellen. Also er fängt ja hier an, ne? Und er geht auch auf Spur. Er mäht das Gras. Hinten wird schön ordentlich gewendet. Und normalerweise wäre der schon lange fertig. Ne, ich hätte ihn einfach nur fahren lassen müssen und dann hätte der schön alles abgemäht und gewendet, damit Heu draus wird und würde schon am Startpunkt stehen und warten, dass er die nächste Aufgabe kriegt. Aber nein, ich habe ja das Cosplay-Update gemacht. Nein, ist nicht vergönnt. Er muss ja rumzicken. Er muss ja unbedingt rumzicken. Tja, also, aufgepasst. Gleich kommt der Casus Knactus. Ich mach mich schon mal bereit. Er ist am Ende angekommen und da, Vollgas. Bäm. Ende. Er schafft die Wende nicht. Das ist schon wieder maximal belastend für mich. Jetzt kann ich nämlich bei jeder Wende einfach eingreifen. Ihn auf die Spur setzen. Und, ne? Er macht's nicht alleine. Nicht automatisch, wie er soll. Nervig. Okay, ich werde jetzt hier das Gras mähen und Heu machen zu Ende bringen. Auch das Abernten vom Feld Nummer 3 bei uns am vor der Haustür mit dem Hafer. Dann sehen wir uns gleich wieder. Eben den Cut. So, das Abernten vom Feld 3 ist fertig. Das kann ich schon mal löschen. Mach den Drescher jetzt hier mal leer und dann können wir den schon mal wegbringen. Den brauchen wir heute nicht mehr. Und den MAN werde ich dann jetzt benutzen, um schon mal anzufangen, Verkaufsarbeiten zu machen. Und da wir so unheimlich viel Stroh produziert haben, da muss ich mir auch noch was für einfallen. Viel Stroh ist ja gut, aber zu viel auch nicht. Werde ich den MAN jetzt gleich beginnen lassen, damit das Stroh zu verkaufen. Ich fahre den Drescher jetzt mal zurück. Da möchte ich den Abfahrer wegschicken. Nein, möchte ich nicht. Was mache ich von Hand? Okay. Rohr ran. Zuklappen. Vorne ausklappen. Das Mähwerk. Absenken. Absetzen. Fertig. Jetzt müssen wir das noch dran hängen. Wo will denn der immer hin?
Er geht auf Warteposition, ja, mitten auf der Straße. Okay. Ja, ist halt so, ne? Cosplay. So. Ich bin derweil immer noch fleißig damit zugange. Mit dem Gras mähen und wenden. Das ist aber nicht mehr so viel. Hätte ich ja auch besser einparken können. Nee, 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 Herrschaften. Aber egal. Passt schon. Hauptsache, der steht da drunter und ist nicht ganz so der Sonne ausgesetzt mit dem Regen, dass das ein bisschen länger hübsch bleibt, das Fahrzeug. Der macht sein Ding. So, hier, ne? Das bisschen muss ich noch mähen und wenden. Ist nicht mehr viel. Und jetzt kommen wir zu dir. Abfahrer entlassen, Kurs löschen, Motor an. Jetzt kommt der Xerion oben vom Feld 4. Will das Stroh abkippen. Ich gehe dem lieber aus dem Weg. Ich möchte dem nicht im Weg stehen. A, hat er 100 PS mehr. Und B, muss es hier nicht zur Kollision kommen. Wenn der abgekippt hat und wegfährt, werde ich das Hafer wegschütten, hätte ich jetzt fast gesagt. Und Silo füllen. Und dann schicke ich den MAN los, dass er schon mal anfängt, das Stroh zu verkaufen. Wollen wir mal gleich mal weiter gucken. So. Dankeschön. Fürs Platz machen. Also wir haben Silage drin. Wir haben Hafer drin. Und wir kriegen jetzt noch Unmengen Stroh. Gleich kommt da noch Heu bei ins Silo. Also da ist eine ganze Menge zu verkaufen. So, beladen am Startpunkt. Kurs laden. Den besten Strohpreis gibt es natürlich. Ich gucke jetzt zur Sicherheit nach, aber es ist halt, wie es ist. Na? Komm her. Na. Stroh. Den besten Strohpreis gibt es an der Scheune. Einzige Verkaufsstelle überhaupt. Hofsilo. Hofsilo zur Scheune. Das ist der Kurs. Naheliegendster Wegpunkt. Der Arbeitsmodus ist gewählt. So, Weizen. Nein, wir brauchen Stroh. Stroh, Stroh, Stroh. Dankeschön. Das sollte auch reichen. Dann können wir jetzt den Abfahrer einstellen. Mal gucken, ob er schlingert oder ob er. Nein. Passt. Also gerade so eben. Das sieht jetzt nicht hübsch aus, aber es funktioniert. Okay. Der sucht sich jetzt die Stelle, wo er aufgehört hat. Mit dem mache ich jetzt eben weiter. Nochmal einen kleinen Cut, bis ich hier fertig gemäht habe. Und dann gucken wir, was weiter passiert. Wunderbar. Wow, das war ein Akt. Okay, ich bin fertig mit Mähen und Wenden. Hier liegt jetzt überall Heu rum. Das muss natürlich geschwadet werden. Da kommen wir nicht drum rum. Und der MAN ist fleißig zugange. Jetzt steht er da. Warum steht er da? Ich gucke mir das gleich an, warum der da steht. Ich kann mir nur vorstellen, dass er auf noch mehr Heu wartet. Vielleicht auch eine Einstellung falsch. Jetzt gerade weiß ich nicht. Gucken wir uns gleich an. Ich werde jetzt das Schneidwerk erstmal hier lassen. So. So. Und den Wender müssen wir auch wegstellen. Oh. Entschuldigt die Hintergrundgeräusche hier bei mir. Ich habe die Balkontür sperrangelweit auf. Es scheint so schön die Sonne. Und ich muss einfach mal durchlüften hin und wieder. Denke mal, das ist bei euch auch nicht anders. Stopp.
So, den lassen wir mal hier stehen. Ich glaube, dass viele Probleme verursacht werden von dem Bänder da. Bin mir nicht sicher. Aber ich kann es mir denken. So, gehen wir mal zum Schwader hier. Den hängen wir schon mal dran. Aber bevor wir den irgendwo in den Weg stellen, gucken wir uns den MAN an. Der ist voll mit Stroh. Ach, der wollte von Anfang an nicht losfahren, weil der da irgendwie festhängt. Ja, jetzt habe ich's verstanden. Der hätte schon längst wieder da sein können auf der nächsten Tour. Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Nur ist so. Jetzt fährt er aber. Haben wir hier eine Einstellung, wie viele Durchfahrten er machen soll? Nö. Anzahl Durchläufe. Deaktiviert. 11. Aha. 10. Das ist alles hier. Ja. Ne? Hier müsste jetzt irgendwann mal unendlich stehen. Steht aber nicht. Also, etwa wieder eine schlechte Idee mit dem Cosplay-Update. So, er sammelt jetzt Stroh weiter her. Hat das schon ein bisschen was geschafft? Ein bisschen. 20 km/h Arbeitsgeschwindigkeit ist ja ganz okay, aber es ist halt ein sehr großes Feld. Das ist alles nur, ich sag mal, suboptimal im Augenblick. Lassen wir eine fahren. So, okay. Ich mache jetzt Folgendes. Ich bringe jetzt den Schwader zum Feld. Ich lasse ihn jetzt. Nein, ich lasse ihn erst wegen dem Verschleiß und Präzision und hasse nicht gesehen. Wo wir hier mit Rissschicht schon zu kämpfen hatten, werde ich ihn jetzt hier bringen. Okay. Ich würde sagen, für heute war es das. In der nächsten Folge müssen wir halt schwaden, weiter das Stroh sammeln, den MAN fleißig fahren lassen zum Verkaufen, wenn das Feld 4 oben leer geräumt ist. Aber oh, der fährt. Der fährt. Mit der Plane stimmt was nicht. Da bin ich ja mal gespannt, ob es neue Zicken gibt. Jetzt ist er da. Wenn das Feld 4 leergeräumt ist vom Stroh, muss da auch wieder angesät werden und und. Und vielleicht beim nächsten Mal. Ich werde nochmal das Risiko dann eingehen, ein Cosplay-Update zu machen. Vielleicht klappt dann beim nächsten Mal alles wieder. Wir werden sehen. Gut, ihr Lieben, das war's von mir für heute hier in Ravenporn. Danke, dass ihr zugeschaut habt und vielen Dank für die Daumen und das Gucken und die Abos und. Das motiviert, das bringt mich und den Kanal natürlich auch nach vorne. Ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Dienstag. Also ich habe zumindest Sonne. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier auf Ravenport. Ich bin euer Shotty von der Test Area und damit für heute raus. Ciao, ciao.